Diesmal half kein Talisman. Die Liechtensteiner Burgschauspieler mussten in den Turnsaal, wo die Premiere von Nestroys Meisterposse ins Trockene gebracht und schließlich mit Beifall überschüttet wurde. Der Hans Weigel hat immer gesagt, also der Talisman, das ist ein fast heiliges Stück. Ja? Ich habe mich an dieses Stück nicht herangetraut. Und ja, jetzt nach 26 Jahren habe ich mir gedacht, so jetzt traue ich mich. Ein fremder junger Mensch. Und die schönen Haare. Gerade so wie ich. Ich bin neugierig, ob die auch rote Ruben zu mir sagt. Grüß dich Gott, wahlverwandtes Wesen. Gehorsamste Dienerin, schöner Herr. Die Rothaarigen waren ja auch schon früher zwar gefährlich, man hat sie so wie Hexen gesehen. Es ist ein guter Zeitpunkt, den Talisman heuer zu spielen, weil auch die Thematik mit dieser Ausgrenzung heute sehr aktuell ist. Talisman! Jetzt bin ich aber neugierig, was da drin ist. Ein Perücken. Nichts als ein Kohlrabenschwarze Perücken! Sobald einer anders ist, ist er ja auch eigentlich eine Gefahr. Ich kann mich erinnern, als Kinder gab es so, als ich so Jugendlicher war, gab es so, so Frauen, so fesche Schwarze. Ne? Das war die Schwarze. Die war schon suspekt, allein ihrer Haarfarbe wegen. Ne? Ah, sagt er ja auch hier. Die Schwarzen sind feurig, dass du die Männer locken. Dabei ist der Schwarze oft die fadeste Nocken. Ja? Ich bin rot! Meine beste Freundin zum Beispiel ist Türkin, eine andere Perserin. Also man kann so viel lernen von anderen Kulturen. Und mein Gott, wie sagt der Nestor so schön, wir sind doch alle Menschen, oder?